So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Samyang Sunday, aber heute nicht mit Samyang. Eigentlich wollte ich heute diese Samyang testen, denn die sind auch relativ neu auf dem Markt. Tom Yum, da habe ich schon wieder das Problem, dass es aber eher eine Suppe ist und keine richtigen Ramen, wie ich die sonst kenne. Da muss ich mir jetzt noch überlegen, mache ich die so, wie man die machen soll, so wie es draufsteht, oder mache ich die so, wie ich meine Samyang immer esse, das wird dann wieder richtig eklig, oder mache ich einfach beides in zwei verschiedenen Videos, so wie ich sie esse und so, wie es draufsteht. Aber da ich ein bisschen erkältet bin, mein Geschmack ein bisschen angeschlagen ist und ich dann gesehen habe, im Schrank liegt so ein Tütchen hier, was hier total zerfressen und durchlöchert ist, weil der Adi da immer dran ist. Genauso wie diese Seite, da ist auch ein Loch drin, da hat der Adi auch wieder alles abgefressen. Habe ich gedacht, komm, wenn du krank bist, sollst du dir ein warmes Süppchen machen, bevor du jetzt die guten, teuren Samyang verschwendest, weil die wirklich teuer waren und von Fernost kommen und wieder importiert und exportiert und einrangiert, habe ich gedacht, nehme ich mir die Dinger hier, die habe ich, glaube ich, nämlich im Action gefunden. Das ist ja, glaube ich, auch wie eine Suppe dann. Und probier die einfach, um den Hals frei zu kriegen, dass die wegkommen. Also heute keine Samyang-Nudeln, sondern das. Aber was ist das? Das ist von der Firma Noodlicious Instant Noodles. Ich glaube, Noodlicious gibt es auch in verschiedenen Varianten, ganz viel und oft. Aber das ist eine Limited Edition, steht hier drauf. Da ist ein Hühnchen, steht hier drauf. Und hier oben sehen wir, sieht aus wie bei eben Samyang. Diese Chilischoten, das ist irgendwie alles abgekupfert davon. Super hot and spicy. Noodlicious Korean Ramen Style Limited Edition. Super hot and spicy. Das mache ich jetzt mal auf. Ich habe mir hier die 4Bro-Schüssel geholt. Das kann doch nicht sein. Jetzt kommt der Adi, setzt sich auf den Tisch und nimmt die Tom Yum Samyang Buldak in den Mund. Die möchte ich jetzt mal hier reinmachen. Meine super spicy Noodlicious Nudeln in der Limited Edition. Muss mir aber hier unten noch die Tütchen rauspacken. Denn hier haben wir einmal irgendwie, ja, Pulver. Pulver, was das Suppenpulver darstellt, was dann schön in der Brühe rumschwemmen soll. Und wichtig bei solchen hässlichen Nudeln ist ja auch immer, ach nö, Flakes. Gefriergetrocknetes Gemüse oder Flakes. Ich habe jetzt gedacht, da ist Öl dabei. Ein Tütchen Öl. Ich sehe gar kein Öl. Also das ist interessant, dass da kein Öl dabei ist. Ansonsten ist das Nudelnetz hier schon komplett auseinandergefallen. Das schmeiße ich mir jetzt mal hier so drauf. Denn da kommt jetzt kochendes Wasser drauf. Aber 300 Milliliter, damit das eben genauso eine schöne Brühe, eine schöne Ramensoup wird. Oder ist hier noch Öl drin? Nö. Also das wundert mich, weil den meisten Dingern, die du hast, ist immer Öl dabei, weil das Öl der Geschmacksträger dann auch ist, weil das Öl meistens auch das ist, was noch schön scharf ist. Ansonsten Pulver und Flakes. Aber jetzt erstmal heißes Wasser. Ah, die! So, ich habe mir jetzt genau 300 Milliliter kochendes heißes Wasser. Also ich habe 500 heiß gemacht, weil ist immer Minimum, was du machen musst. Jetzt schütte ich mal diese 300 hier rein und will mal gucken, ob das reicht oder bei was das dann rauskommt. So, das sieht gut aus. Das passt eigentlich perfekt, weil die Schüssel ist jetzt fast bis oben, bis am Rand. Jetzt müssen die Nudeln nur ein bisschen weich werden. Und dann, achso, die Flakes. Die Flakes müssen, glaube ich, auch weich werden. Oder so ähnlich. Also wir machen das auf und schmeißen das jetzt auch schon mit rein. So, jetzt fliegt alles rum. Das Pulver kommt dann am Schluss drauf. Also so müsste das dann passen. Pulver am Schluss. Jetzt warten, bis es weich ist und dann probieren. So, die Nudeln sind jetzt schon ein bisschen weich. Also für mich würden die so eigentlich reichen, dass ich auch noch was habe, was ich wirklich im Mund habe und essen kann. Aber wir müssen jetzt hier dieses Pulvertütchen noch drauf machen. Ja, wir reißen es jetzt mal ein. Das ist auch feuerrot. Wir drehen es mal rum und kippen das hier drauf. So. Das legt sich direkt auf die Atemwege, da müsst ihr aufpassen. So sieht das jetzt hier drin aus. Jetzt müssen wir es aber noch verrühren.
Uiuiui. Ui. Irgendjemand hatte mir den Tipp mal gegeben, du kannst auch die zubereiten wie deine normalen Sachen. Also das war bei diesen Spiciest Ramen in the World. Du kannst dann einfach an die Nudeln einen ganz kleinen Klecks Öl machen und dann dieses trockene Pulver drauf. Dann haftet das Pulver ja auch auf den Nudeln, aber du hast keine Nudelsuppe, sondern du hast halt wirklich Nudeln. Nudeln zum Essen. Nudeln zum Essen mit scharfem Pulvergedöns dran, weil, siehst du ja hier selber, du hast gerade dieses richtig scharfe rote Pulver gehabt. Jetzt hast du hier drin, halt Wasser. Scharfes Wasser zum Trinken. Und Nudeln gibt's auch noch. Und das finde ich halt immer doof. Weil wenn du die Nudeln jetzt heraus isst, die Nudeln, die sind halt blank, die sind halt weiß, die sehen halt dann nach nichts aus, die sind halt einfach nur die Nudeln. Und die ganze Würze und das ganze Zeugs bleibt halt da unten drin und es haftet nicht an den Nudeln und es tropft alles runter, deswegen mag ich so Suppen immer nicht. Ich möchte wie bei den Samyang normal, dass diese Buldak-Soße, dass die direkt schön an die Nudeln klebt, die Nudeln schön rot sind, einen ganz roten Mund möchte ich danach haben, das ist richtig genial, das ist super, so möchte ich das haben. Ach so, bevor ich natürlich esse, muss ich halt noch das Thumbnail machen. Das heißt, ich muss mir das Schälchen jetzt irgendwie nochmal hier hinhalten und das so daneben. Aber darum geht's, diese, ich weiß nicht mal, wie man das nennen soll, Nudelicious, super hot and spicy, Korean Ram Style, Limited Edition Instant Noodles. So, ist das ein komplizierter Titel? Bestimmt. Mal gucken, ob ich das oben so in der Beschreibung übernehme. Jetzt probieren wir mal diese Instant Nudels, die noch heiß sind, mir gleich bestimmt wieder alles brennt, ich mich verschluck, ich husten muss, ich eh schlecht Luft bekomme durch die Erkältung, hoi hoi hoi, aber jetzt mal rein und gucken. Schmeckt wie heißes Pfefferwasser, einfach. Also extreme Pfeffernote schon wieder dabei. Ich weiß nicht, in letzter Zeit schmeckt bei mir alles nach Pfeffer. Oder immer wenn ich erkältet bin, nehme ich alles als Pfeffer wahr. Denn beim letzten Mal die einen Samyang, die Jalapeno Cheese, habe ich auch gesagt, das schmeckt irgendwie so pfeffrig. Die Mala schmeckt irgendwie pfeffrig. Die anderen, die wir hatten, schmeckt pfeffrig. Obwohl gut, die Sweet and Spicy, die waren nicht pfeffrig, die waren lecker. So, das ist wahrscheinlich pfeffrig, weil es irgendwie pfeffrig ist. Da vertraue ich mir jetzt mal selbst. Ansonsten, ja, die Nudeln sind ganz cool. Kannst du so essen. Sind jetzt nicht so weich und latschig, aber auch nicht so knüppelhart. Sind wahrscheinlich genau richtig so gerade in dem Body für die, so die Konsistenz her. Das passt. Kannst auch schön einsaugen. Mich stört halt, dass an den Nudeln jetzt nichts groß haftet. Wo gefühlt erstmal die Nudeln nur so hast und dann die Brühe hinterher trinken musst. An den Punkt müssen wir jetzt erstmal kommen. Wir müssen jetzt erstmal die Nudeln schnell essen irgendwie, dass wir nur noch die Brühe übrig haben. Das machen wir bei einem Zeitraffer. Oh, ich hasse das wirklich so sehr, so Suppen zu essen, denn wenn das alles raushängt und schlapprig ist, dann willst du das ja reinsaugen, du machst, saugst das ein, aber wenn du so scharfe Ramen hast, dann ist ja der Wasserdampf, der aufsteigt, ist auch so richtig spicy, der ist so richtig, wenn du den einatmest, musst du husten, das geht dir richtig auf die Lunge und dann ist meine Nase zu und ich kann nicht atmen, weil ich ja gleichzeitig noch erkältet bin. Dann kommt der Rotz aus der Nase, weil man husten muss. Der Tisch sieht aus, überall hier sind lauter Punkte verteilt, weil erstens fallen die Nudeln runter und es spritzt raus. Zweitens sauge ich die in den Mund und am Ende der Nudeln machen die so und es spritzt auch wieder rum. Also es gibt immer eine Sauerei. Man kann es auch total schlecht essen. Es ist halt kurz scharf, es macht dann vielleicht doch irgendwas frei, die Nase, den Hals, sonst was, aber weiß ich nicht. Ich habe lieber bissfeste Nudeln zum Essen mit einer schönen Soße statt so einer Suppe. Obwohl ich sagen muss, die habe ich, glaube ich, aus dem Action, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Waren deswegen relativ günstig, haben wirklich eine angenehme Schärfe. Für zwischendurch, wieso nicht, einfach mal so ein Süppchen, um den Hals frei zu kriegen. Kannst du auf jeden Fall machen. Nudelicious, super hot and spicy, limited edition, aus dem Action. Ganz normal dargelegen, ist mir direkt ins Auge geschossen. Und jetzt gucken, dass wir das hier irgendwie noch wegtrinken können. Oh.
Ist auch noch mal knüppelheiß. Das musst du reinschlürfen so. Und ist auch alles auf den Boden abgesetzt. Immer beim Trinken sehe ich, wie sich alles verändert. Außenrum ist alles so durchsichtig und dann in der Mitte ist wie, als hätte sich eine Sandschicht gebildet, die aufgewirbelt wird. Wollt ihr mal da reingucken? Geht das, ohne dass es rausschwappt? Das sieht gut aus, oder? So, Sand aufwirbeln. So, ich finde es gut, muss ich ehrlich sagen. Ich bin positiv überrascht, dass sie wirklich so eine schöne Schärfe haben. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für zwischendurch, wer so Instant-Nudels mag. Es muss nicht immer Yum-Yum sein. Ich glaube, ich habe sowieso noch nie Yum-Yum probiert. Die aus dem Action, wunderbar. Aber mir ist der Rest lieber. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Habt ihr ein Action bei euch, dann schreibt es mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und ciao. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.